Ich begrüße euch, meine Lieben, mein Name ist Seven und ich habe einst vor nicht allzu langer Zeit ein Video gedreht, warum ich meine GT verkauft habe. Und ich möchte euch jetzt darüber berichten, nach 2000 Kilometern circa, Pi mal Daumen, einigen Ausfahrten, einige Videos, die ihr auch gesehen habt, also was ihr seht, es sind mehr Videos am Channel. Das ist schon mal positiv. Ja, das hat eigentlich zwei Gründe. Ah, da kommt gerade ein Motorradfahrer, der dauerblinkt. Blinki, blinki. Ah, blinki, blinki. Nichtsdestotrotz hat sich einiges verändert, das möchte ich sagen. Also was mit der Adventure ist, und das ist einfach so, es ist ein harmonisches Fahren Deluxe. Ja. Es macht wirklich riesen viel Spaß. Also es ist ein ganz interessanter der Punkt, wo ich sagen muss, Polizei, gefällt mir irrsinnig gut. Es ist so ein freies Fahren, ganz einfach. Also ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber mit diesem Bike, das übrigens da steht, ja, wo ich auch gerade so ein Video gedreht habe, ist es wirklich so, dass ich sagen muss, ja, es nimmt mich raus, aber ja, es kann mich auch extrem fordern. Und es gibt natürlich manche Sachen, die ich nicht filme, wo ich mich, möchte ich fast behaupten, ein bisschen gehen lasse, ja, aber nicht mit dem Risiko wie mit der GT. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass das mit der Adventure nicht geht. Das geht mit der Adventure und zwar richtig gut. Trotzdem hat man bei der Adventure etwas, was man bei der GT nicht hat. Und da beginnt es schon bei den Reifendimensionen. Und wenn man weniger breiten Reifen hat, hat man einfach weniger Auflage. Das ist nun mal so, weil es halt so ist. Ja? Da brauchen wir nicht drüber hinwegreden. Trotzdem ist es für uns als normalsportliche Fahrer, wo ich sage, die besser Motorrad fahren können, aber sorry, dass ich das sage, wir alle können eigentlich nicht richtig Motorrad fahren. Wir glauben, dass wir es können, aber hey, fahr da mal mit jemandem, der richtig Motorrad fahren kann und ihr werdet erleben, was es heißt. Der eine von uns hat einfach dieses gewisse Gefühl, wo er das Motorrad versteht und gut tasten kann und dementsprechend arbeitet und trainiert und so weiter und deshalb einfach besser Motorrad fahren kann. Die andere Generation hat einfach den Schalter umgelegt und ballert herum und meint, Motorrad fahren zu können. Bei der GT ist es so gewesen, dass sie mich immer fordert. Ja, also es war, man konnte sich schon auch so zurücklehnen, ja, also wirklich so fahren wie auf der Adventure, aber es war so, ich gehe ein bisschen nach vor, so die Fußballen, ja, die Füße, Kniewinkel, Sport, puk, und dann hat man aufgemacht und das Feeling war sensationell, ja, also bei der GT, das ist schon etwas, was ich auch vermisse. Das hat man bei der Adventure nicht. Das ist unumstritten, ja, also jeder, der sagt, oh, du hast aber 160 PS, ja, das ist richtig, aber du hast nicht den Druck von der GT. Bei der GT anschieben ist andere Dimension, Punkt. Die Maschine von der Adventure, natürlich ist sie schwerer, höher, andere Reifen, bla bla bla. Trotzdem ist die Power, die in der Adventure steckt, für zwei Personen absolut ausreichend, auch mit Gepäck. Man hat richtig Power, man kann satt überholen, man kann zügig, flüssig fahren. Aber es ist jetzt nicht dieser Sportballerer. Trotzdem ist es wiederum diese angenehme Seite der Adventure, die es so smooth macht, anders zu fahren. Das heißt, mit diesen Adjuster-Thematik, das heißt, deine Höhe zu verstellen, gleichzeitig deine Sitzposition zu verstellen, deine Sitz in verschiedenen Größen zu nehmen, dein,
Cockpit nach vorn und nach hinten zu tun, also deinen Lenker nach vorn und nach hinten zu tun, mit diesen Vibrationsdämpfern drin. Du hast null Vibration am Motorrad. Hierzu werde ich mal ein Video drehen. Man hat diesen breiten Lenker, man sitzt satt oben, man kann mit einer Leichtigkeit dieses Motorrad, wenn man das, die Technik versteht, was ihr übrigens in einem Video von mir seht, macht man einfach papp, papp, papp. Ja? Und man sitzt oben und man hat irgendwie so ein Gefühl von I don't care. Man ist losgelöster, man ist nicht so überanstrengt teilweise, man ist nicht immer wieder auf dieses pam, 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 pam aus. Was ich zwar vermisse, aber das Schöne an der Adventure ist, dass man mit 4-5 Schaltern das Gerät in so eine arge Sportdynamik hineinbekommt, die wiederum das GT-Fahrwerk um 20-30% überholt. Ja, also das Fahrwerk auf der Adventure ist eine Macht. Ja. Wenn man es versteht, es zu benutzen und dieses Feeling hat, wie viel extra Grip man nochmal rausholen kann, das ist unpackbar gut. Gleichzeitig ist es aber auch bei der Adventure so, dass man viel den Motorrad überlassen kann. Das heißt, wenn ich zu zweit fahre mit Koffer, ich überlasse das im Motorrad. Punkt A, bin ich da nicht auf dieses tak tak tak, weil man achtet auf seinen Beifahrer, man will das genießen, man fährt Motorrad, es ist dieses andere Dimension. Und gleichzeitig Koffer runter, bam, paar Umstellungen und es funktioniert. Natürlich gibt es auch etwas, ein, zwei negative Sachen darüber. Ich glaube, insgesamt sind es 6 oder 7 Punkte. Die habe ich in meinem Video erklärt. Darüber kann man immer wieder diskutieren. Ja, nein, mach es doch anders. Es sind für mich Punkte, die KTM vielleicht als Feedback nimmt oder auch nicht. Also was ich grundlegend sagen möchte, ist, dass die Adventure einen rausnimmt. Es ist eine andere Art von Motorradfahren, die irrsinnig viel Spaß macht, die viel mehr Wege mit sich nehmen kann, als jetzt wie mit rein der GT fahren. Oder man hat ein Naked Bike oder wie auch immer. Viele, die Naked Bike fahren, werden sagen, boah, das will ich nicht oder ich bin zu jung oder wie auch immer. Und ja, das möchte ich sagen, ja, richtig. Es kommt doch immer darauf an, was tut man mit seinem Motorrad. Ich bin jemand, ich habe das große Glück, ich fahre ein paar Kilometer, bin in die Kurven und möchte das eigentlich entspannt mittlerweile machen und möchte Sachen mitnehmen, ohne nachzudenken. Also nicht nur, dass ich ja mein Koffersystem habe, sondern ihr seht es ja auch hier, ich habe hinten so eine eigentlich sehr große Tasche, die sehr easy montiert werden kann. Und ich möchte nicht mehr drüber nachdenken. Meine Akkus, Powerbank, meine Stative, meine ND-Filter, meine Kamera, mein Trinken, mein Essen, mein möglichen Pullover, mein Unterzieher für Lederkombi, mein Regenquant, was auch immer. Ich nehme es einfach mit. Ich will mich darum nicht mehr kümmern. Und das ist schon so ein gewisser Mehrwert. Man richtet sich das, man hat hinten sein Gepäckträger, das Ganze schaut auch passend zu einer Adventure aus und gleichzeitig hat man diese ganze Form von Elektronik-Power und Gemütlichkeit, die unheimlich viel Spaß beim Motorradfahren mit sich bringt. Also für mich, all in all, war es eine sehr gute Entscheidung, das zu tun. Ich fühle mich richtig wohl. Ich freue mich irrsinnig auf Mai in Sardinien, das Motorrad zu fahren. Ich glaube, das wird eine ganz andere Dynamik werden als wie mit der GT. Was ich schon ab und zu gerne hätte, und das gebe ich ganz offen und ehrlich zu, ist, ich hätte gerne ein Zweitbike, wo ich so Daily Trips, 200 Kilometer oder so, mal einfach, ja, wie soll ich sagen, etwas anders fahren. Ja, drücken wir es mal so. Ich glaube, ihr könnt es mich verstehen.
trotzdem ist diese Around-Fähigkeit von der Adventure ein Wahnsinn. Und da gehört eine GS genauso dazu wie die KTM. Ich bin halt schwerer KTM-Fan, also man sieht es auch da, KTM. Ich trage fast immer KTM irgendwie. Was auch super klasse ist, man muss sich keine Gedanken mehr irgendwie machen. Dadurch, dass es ein Adventure-Bike ist, habe ich auch meinen Hauptständer. Und mein Hauptständer, ich kann mein Hinterrad wechseln, ich kann mein Vorderrad wechseln und das alles on demand. Und das, wenn ich mir das Bike dann auch so anschaue, auch im Endeffekt mit den kurzen Kennzeichen, Halter, mit dem fetten Tank, mit dem, was alles so dabei ist, was drin ist, was es macht, was aber leider auch richtig Geld kostet, bin ich richtig, richtig happy und für mich war es eine gute Entscheidung. Wenn ihr mich jetzt fragt innerlich, was würdest du wem empfehlen, GT oder Adventure, muss ich euch ganz ehrlich sagen, das liegt knallhart an euch. Die Adventure bietet eigentlich, ist ein volles Allround-Bike. Das heißt, ob ihr zu zweit fährt, ob ihr allein fährt, ob ihr längere Tagesausflüge macht, ob ihr gut, wenn ihr Anfänger seid, dann empfehle ich euch beides nicht. Ja. Adventure fahren ist mit schon ein bisschen Können vorausgesetzt, weil durch diese Schwere des Bikes, durch das alles, was es mit sich bringt, Wenden, bla bla bla, kann schon ziemlich überfordern. Wenn man weiß, wie es geht, ist alles cool. Ja. Ich glaube auch, wenn man einen Anfänger draufsetzt, dann wird alles cool sein. Auf jeden Fall möchte ich, um jetzt dorthin zu kommen zum Abschluss, GT oder Adventure, ich sehe in keinerlei Hinsicht irgendwie etwas, wo ich sagen muss, GT ist besser oder schlechter. Es ist einfach ein anderes Fahren und dieses Fahren möchte ich nicht mehr irgendwie negativ bewerten. Das heißt, die GT kann das nicht und die Adventure kann das nicht, sondern GT ist ein sportliches Travel Beast, ja, und die Adventure ist ein Adventure Bike. Nicht umsonst heißt die GT Super Duke GT und die Adventure heißt Super Adventure. Und das sind schon eine gewisse andere Art. Ja. Die GT ist ein Beast. Punkt. Und das merkt man, wenn man zu zweit fährt, extrem. Ja. Also es ist schon möglich, was zu tun. Das andere ist, es geht zu zweit. Ich glaube, es kommt einfach darauf an, wie die Beifahrer drauf ist. Wenn man das jetzt über mehrere Tage macht, wird es funktionieren. Ich habe Freunde, die machen das mit einem Supersportler. Ja, ich frage mich zwar jedes Mal, wie das funktioniert, aber es ist okay. Ich glaube, es kommt einfach auf diese Gemütlichkeit an und das, was man will. Trotzdem, wenn ich... da kommt was Nettes. Trotzdem, wenn ich die Chance hätte, hätte ich gern beide Bikes. Oh Gott. Absolut geil, verstehe mich nicht falsch, aber tja. Macht das Leben für uns als Motorradfahrer nicht einfacher. Wenn man ohne DB-Killer damit, weiß ich nicht, wie viel durchfährt. Egal. Also nochmal abschließend, GT oder Adventure. Wollt ihr herumballern, wollt ihr auch 2, 3, 4, 5 Tagestouren machen auf der Straße, macht und kauft euch die GT. Wollt ihr ein mehr oder weniger Around-Spielzeug, das euch den Luxus mitbringt, auch gemütlicher zu reisen, Distance Beast zu spielen, gemütlich am Abend runterzusteigen, trotzdem sportlich unterwegs gewesen sein mit super viel Eindrücken und das so richtig schön zu genießen, dann ist die Adventure euer Bike. Ja, eigentlich so einfach ist es. Ich habe schon erwähnt, ich bereue es nicht. Für mich
ist es absolut eine gute Entscheidung. Allein schon, dass sich meine Prinzessin besser fühlt und wir das viel mehr genießen können. Und ich kann euch nur eines sagen, ja, mein Bike steht da. Ich schaue es an, mir gefällt es. Also Geschmäcker sind verschieden, aber ich finde, es schaut richtig gut aus. Mir taugt auch der Auspuff und es ist alles cool. Auf jeden Fall, ja, ich bin zufrieden. Es war jetzt schon wieder zu viel Gerede. Ich hoffe trotzdem, ihr konntet das eine oder andere mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, dann sehr gerne. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Es kommen jetzt ein paar Videos, auch Motovlogs, also wo ich mit euch einfach quatsch. Es kommen wieder Strecken, die ich einfach fahre. Ich hoffe, so den Channel recht aktiv zu halten. Und im Winter werde ich einfach wahrscheinlich so Reaction-Geschichten machen, ein bisschen so auf Videos eingehen, die euch was erzählen, um mit euch darüber zu sprechen. Ich glaube, es könnte ganz cool werden. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Genießt die Saison, bleibt hier oben. In diesem Sinne, euer Seven. Grüße euch und Baba. Pfiat euch.